Im Prinzip fängt im X-Lab alles mit einem Auftrag an. Die Aufträge kommen entweder über HL7, beispielsweise aus dem Orbis oder auch aus dem SAP. Das heißt, wir binden Krankenhaussysteme an. Wir haben die Möglichkeiten, über einen Belegleser beispielsweise auch Aufträge einzuscannen. Das heißt, wir lesen einfach die Taktmarken aus, wo wir dann einen Auftrag draus generieren. Oder wir kriegen über unser Order Entry unsere Aufträge ins X-Lab. Auf welchen der vielen Wege der Auftrag ins X-Lab gelangt? Oder ob er da gar manuell angelegt wird, hängt ganz stark von den Einsendern ab. Wichtiger als wie der Auftrag übermittelt wird, ist für die Arbeit im Labor, wie man mit ihm arbeiten kann, ist er erstmal da. Probeneingangsbestätigung, Auftragserweiterung, Nachforderung. Die Möglichkeit, die Aufträge an der Stelle beispielsweise auch aufzurufen und gegebenenfalls zu erweitern. Ich kann meine Auftragsnummer einfach eintippen oder ich kann sie natürlich auch einfach abscannen, wenn ich mein Röhrchen gerade vor mir liegen habe. An der Stelle sind wir absolut flexibel. Dann sagt er mir auch, okay, alles klar, mein Auftrag existiert bereits, weil er über die Schnittstelle gekommen ist, ob ich ihn mir anschauen oder ändern möchte. An der Stelle kann ich Ja sagen. Und dann gehen die kompletten Patientendaten hier oben auf. Das heißt, ich sehe, wie mein Patient heißt, welches Alter mein Patient hat, wann der Auftrag angelegt wurde, die Auftragsnummer mit dabei. Ich habe hier unten eben genau diesen Bereich, dass ich sehe, okay, es ist Natrium angefordert in meinem Befundbereich der Elektrolyte. Und ich sehe eben, es ist ein Lithium-Heparin, wo ich hier auch direkt farblich angezeigt bekomme, okay, es ist ein orangenes Röhrchen. Das heißt, ich kann in einem Blick auch schon mal gucken, hey, ich habe folgende Röhrchen auf dem Tisch liegen, da ist das Orangene mit dabei, alles klar, ist mein richtiger Auftrag und das Material scheint auch da zu sein. Einfach so als grober Überblick an der Stelle. Ich kann an der Stelle auch sagen, okay, ich möchte eventuell noch irgendwie was nachfordern, was mir gerade noch fehlt oder was vergessen wurde, was irgendwie auf einem Zettel darauf stand. Das heißt, ich könnte an der Stelle beispielsweise einen Hämoglobin einfach nachfordern. Ich kann mein Kürzel eingeben, wenn ich weiß, wie es heißt. Ich kann mit einer Volltextsuche suchen. Oder wenn ich das ganz kurze Kürzel weiß, kann ich auch hier oben über die Shorts-Seite arbeiten. Fordere meinen Parameter mit hinzu. Er zeigt mir auch direkt hier an, okay, alles klar, es ist ein neues Material. Sehe ich direkt auch in Rot, dass es ein EDTA-Röhrchen ist, was eine rote Kappe hat. Und hier oben sehe ich auch nochmal meine Zusammenfassung, welche Materialien für diesen Auftrag hinterlegt sind. Ich kann aus diesem Dialog direkt über eine kurze Taste, die hier auf der rechten Seite auch dargestellt sind, weiterspringen. Das heißt, ich kann von hier direkt über F3 in die Röhrchenbestätigung gehen. Wir haben zusätzlich so Checks drin, das heißt, er sagt mir an der Stelle, dass ich keinen Einsender und keine Station hinterlegt habe. Das kann ich an der Stelle dann noch nachpflegen und kann dann mit F3 weitergehen und sehe dann meinen Auftrag mit den zusätzlichen Materialien. Das heißt, ich sehe hier oben wieder den gleichen Patientenkopf und sehe jetzt hier alles klar. Ich habe mein Lithium-Heparin und ich habe noch einen Parameter oder ein Material hinterlegt, was anderes heißt. Kann an der Stelle jetzt sagen, okay, ich möchte mein Röhrchen markieren, kann es mit X beispielsweise markieren oder mit einem Doppelklick. Normalerweise, wenn man natürlich im Labor arbeitet, scanne ich hier oben die Auftragsnummer einfach direkt mit meiner Röhrchenkennung ab und dann steht er automatisch auf meinem Material und macht ein kleines grünes Häkchen dran, was bedeutet, okay, mein Material ist da und ich markiere es. Das heißt, ich habe eine Probeneingangsbestätigung gemacht. Ich kann auf der rechten Seite meine Verteilung sehen. Das heißt, das sind wieder meine Sortierziele an der Stelle. Ich sehe, ich muss mein Lithium-Heparin sowohl auf den ABL wie auch auf den COBAS stellen. Einfach für mich zur Übersicht. Wenn meine Parameter abgearbeitet sind, verschwinden die hier vorne auch. Und er sagt dann, es gibt keine weiteren Verteilungen mehr und ich weiß, okay, mein Material ist abgearbeitet. In den offenen Parametern sehe ich, was noch offen ist. Alle eben, was alles an Parametern drin sind. Hier ist es jetzt aktuell nur das Natrium. Oder wenn ich eben den Bereich mit den Alternativmaterialien habe, das heißt, ich hatte fürs Natrium beispielsweise gesagt, ich kann auch anderes benutzen, hätte ich es jetzt einfach von dem Lithium-Heparin hier rüber auf das andere schieben können. Speichere das ab, dass meine Probe eingangs markiert ist. Das kann ich sowohl mit F2 machen oder ich kann hier auf der rechten Seite auch einfach draufklicken und sagen Status speichern.
Er meldet mir hier noch, dass wir auch eine Asservatmeldung mit drin haben. Das heißt, wir können unser S-Lab, was für das Sample-Management zuständig ist, sagen, ich könnte da eine Probenarchivierung machen. Da ist unser X-Lab über eine Schnittstelle direkt mit an das Modul angebunden. Und man kann dann sagen, ich habe eine Kühlschrankarchivierung oder eine Raumtemperaturarchivierung mit den jeweiligen Racks. An der Stelle würde man das Röhrchen einfach scannen und sagen, ich stelle es auf Rackposition 1, 2 oder 3. Ansonsten, wenn man mit Verteilautomaten arbeitet, wie manche Kunden das tun, die stellen die Röhrchen einfach nochmal rein. Und wenn der Verteiler nichts mehr zu tun hat, dann verteilt er das automatisch auf diese Archivierungsracks und meldet das dann über eine Online-Schnittstelle wieder an uns zurück. Und wir haben dann die Möglichkeit, das genau so schon abzufangen und finden das Röhrchen immer wieder. Wir haben gesehen, wie übersichtlich die Auftragsübersicht im X-Lab aussieht, wie einfach und schnell man Untersuchungen nachfordern kann, wie die Probeneingangsbestätigung quasi automatisch mitläuft und wie man letztlich mit dem Asservatenmanagement für das Leben der Probe nach der Analytik sorgen kann. Wem das Video gefallen hat, hat die YouTube geschaffene Möglichkeit, dem Ausdruck zu verleihen, indem er auf das Knöpfchen mit dem Daumen nach oben direkt unter dem Video klickt. Hier noch zwei Videos, von denen wir denken, dass sie euch mindestens genauso interessieren, wie das, was ihr gerade gesehen habt. Durch das Klicken auf das Glöckchen-Knöpfchen informiert euch YouTube automatisch, sobald wir in Zukunft ein neues Video für euch haben. Bis dahin laden wir herzlichst auf unsere Webseite ein und verbleiben im besten Sinne des Ausdrucks mit einem Auf Wiedersehen.